Hi Leute, das ist Sanu hier. Wenn ihr Bock auf ein Fertigkeitenbild habt, wo eure Skills richtig gut Damage machen und ihr selbst richtig krassen Schaden austeilt, dann solltet ihr euch hier das Stürmer-Set mal anschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Biest mal an. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz was zur Kondensator. Ich werde im Video über die Kondensator sprechen und die hat im Moment, Stand jetzt, ein Problem. Es kann sein, dass, wenn ihr das Video ein bisschen später schaut, dass sich das Problem geregelt hat und ihr entsprechendes Attribut endlich optimieren könnt, aber was da genau schief läuft im Moment, das seht ihr im Video. There.
Kondensator ist eh schon ein absolutes Must-Have bei jedem Fertigkeitenbild. Und in Hybrid-Builds ist er auch, ja, meines Erachtens nicht wegzudenken. Beziehungsweise, wenn man einen Hybrid aus Waffenschaden und Fertigkeiten-Schaden baut. Jetzt ist es ja so, dass wir seit der aktuellen Season unsere exotischen Waffen alle umwürfeln können, um ein neues drittes Attribut draufzukriegen. Jetzt ist es auch so im Moment, dass Schaden gegen ungedeckte Ziele der einzig interessante Stat ist, das einzig interessante dritte Attribut, was im Moment, Stand jetzt, nahezu auf jede exotische Waffe draufgehört. Massive hat da ja ein bisschen was in Planung, dass die anderen Attribute interessanter werden, sodass man je nach Spielstil ja, entscheiden kann, ob Schaden gegen Ungedeckte doch nicht das Beste ist, sondern irgendeine andere Variante besser reinpassen würde. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Jetzt ist es in dem Fall der Kondensator so, und das müssen wir ansprechen, weil es ganz wichtig ist. Ich habe schon von vielen gesehen, viele Fragen erhalten, die das nicht richtig mitbekommen haben. Beziehungsweise es ist auch schwierig, das direkt zu verstehen, weil es vom Spiel auch so überhaupt nicht an uns rangetragen wird. Und zwar, wie ihr seht, ist die Kondensator. Ich habe meine schon umgerollt und weiß Gott, ich werde es nicht nochmal machen, weil ich so zufrieden bin. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich keinen Max-Rüstungsschaden habe. Der Rüstungsschaden bei der Kondensator geht bis auf 12 hoch. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, und warum ihr den Stat nicht optimieren könnt. Weil das war die Frage, die oft gekommen ist. Ne? Wir können das nicht optimieren, ist das ein Bug hin und her? Das Problem ist, dass es kein Kernattribut gibt. Es gibt keinen Rüstungsschaden, den man irgendwo anders finden kann, um in seine Bibliothek zu stopfen. Ne? Hier. Den gibt es einfach nicht. Ne? Dadurch haben wir auch nicht die Möglichkeit, den hoch zu pushen. Beziehungsweise es gibt keinen, der hoch genug ist für die 12%, dass man ihn hochklatschen kann. Es gibt den normalen bei Waffen, den 6%igen, aber ja, einen, der hoch genug ist, um die Kondensator zu füttern, den gibt es nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr, wenn ihr dort, zumindest Stand jetzt, wenn ihr dort den maximalen Rüstungsschaden haben wollt, dann müsst ihr so lange rekalibrieren an der Befertigungsstation, so bis ihr eine Kondensator rausbekommt, die euch gefällt, beziehungsweise die mit Schaden gegen ungedeckte Ziele auf dem dritten Slot kommt, weil den könnt ihr optimieren und mit vollem Rüstungsschaden schon drauf. Ne? Wie gesagt, ich hatte in meinem Fall 11% statt 12%. Ich belasse es dabei, weil ich kenne mein Pech, dass ich habe für mich schwierig genug, dass es überhaupt so gefallen ist. Ja, deswegen, eventuell hattet ihr ja schon Glück und habt eine bekommen, aber nur damit ihr es wisst, dass ihr das Attribut nicht bis auf 12 hoch optimieren könnt und dementsprechend plant bei der Rekalibrierung. So, schauen wir aber kurz das Bild an, was ich gebastelt habe hier. Und zwar ist das eine Hybrid-Variante aus einem Stürmer und zwei Teilen Arcus de Brazos. Vier Teile Stürmer, brauche ich euch nicht zu erklären, ist stärkste Gearset im Spiel. Egal welche vier Teile man trägt, in dem Fall habe ich den Rucksack gewählt. Der Rucksack erlaubt es uns, dass wir einfach die Stacks vom Stürmer deutlich schneller aufbauen können. Und den Rest habe ich halt angepasst, dadurch, dass wir ein Hybrid spielen, dass ich hier stellenweise rote mit gelben Fertigkeitenrängen gemischt habe und somit halt auf eine sehr coole Kombi komme. Zwei Teile Arcabus de Brazos. Das hier ist so ein Ding, ja, ganz, ganz schwer zu finden. Ich hätte gerne einen komplett roten Brazos, aber das ist eine Sache für sich. Wenn ihr da mehr Glück habt wie ich. Ich habe hier noch eine, die hat einen Rüstungskern. Bräuchte ich nicht unbedingt. Am liebsten wäre mir hier noch ein Waffenschadenkern drauf. Und ansonsten mit vernichtend passt es super rein in das Bild. Zwei Teile, dadurch haben wir nochmal den Fertigkeitenrang. Ihr seht es bei Fertigkeiten-Tempo und Fertigkeitenrang durch das zweite Teil. Und das zweite ist natürlich der Picaro-Holster. Den habe ich oben umgerollt auf Fertigkeitenrang. Dort könnt ihr keinen Waffenschadenkern reinhauen. Also entweder einen Rüstungskern oder einen Fertigkeitenrang. Was ich euch hier empfehlen würde, definitiv einen Fertigkeitenrang mit reinzubasteln. Und das Besondere am Picaro ist, dass er halt einen Waffenschadenkern mit als normales Attribut drauf hat. Dadurch habt ihr ein sehr, sehr geiles Hybridbild,
was ihr besonders in der Variante mit Drohne und Geschütz im AFK-Modus spielen könnt, wenn ihr das möchtet, aber auch sehr offensiv rangehen könnt und euch sehr, sehr gut bewegen könnt und einen extrem hohen Waffenschaden über die Kondensator raushaut. Die Zweitwaffe ist vollkommen wurscht, könnt ihr wählen, was ihr möchtet. Die Werte sehen mit der Kondensator wie folgt aus. Wir sind bei 50% Chance auf Crit, 135. Jetzt reicht's aber zweimal hintereinander, das ist echt brutal. Verschwinde ab ins Körbchen mit dir. So. Das ist ja nicht zu glauben. Okay, 50% Chance auf, 135% Schaden durch kritische Treffer. Den Rest sieht er hier, die 11% Rüstungsschaden kommen von der Kondensator, normalerweise 12 im Optimalfall. Und das hier ist der kümmerliche Rest. So, alles unaufgebaut, ne, quasi von null startend. Können wir mal anfangen. Holen unsere Drohne, holen unser Geschütz raus. Schnappen uns den Boss hier. Fangen an hochzustacken. Der Killspeed ist der Hammer. Wir kommen stellenweise, sind wir bei 1,1, 1,2 Millionen mit der Kondensator. Allein über den Waffenschaden von ihr. Ohne, wie gesagt, das wäre 1,269. Das ist total geil. Und haben halt zusätzlich mit Drohne und Geschütz nochmal Schaden mit dabei, der wirklich nicht unerheblich ist. Und nochmal Druck von euch und vom Team nimmt. Dadurch, dass die beiden auch nochmal sehr gut Akku ziehen. Und ja, habt damit ein sehr, sehr geiles Hybridbild. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet, wie eure Varianten aussehen und wie es bei euch aussieht mit der Kondensator. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ne? So, ich bin raus, Leute. Sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.